Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. So, wie man sieht, ist das ein gelber Polo. Nein, das ist ein silberner Golf, den habt ihr schon mal gesehen. Das war der, der nach Friederikes Golf kam, der 1,6er. Der läuft nicht so ganz rund, oder? Ist aber heute nicht Thema der Sache. Der ist jetzt richtig heiß gefahren. Mehrere Kickdowns. Alles andere gucke ich mir später an. Heute geht es um das Automatikgetriebe. Oh, wie man sieht, man sieht gar nichts. Haben wir das gute alte AG4 Automatikgetriebe. Passt zu einem Benziner wesentlich besser als zu einem Diesel, muss ich sagen. Also Golf TDI mit dem AG4 fährt wie ein Sack Nüsse. Tut mir leid, aber ist so. Ja, der 1,6er gefällt mir ganz gut. Das ist der alte SR-Motor, 100 PS. Wesentlich schneller als der 2 Liter mit 115 PS, mit Automatik. Ich habe den Vergleich ja hier, mehr oder weniger gehabt. Der hier ist wesentlich schneller, der ist wesentlich sparsamer. Obwohl es ein echtes altes Eisenschwein ist, der 1,6er. Der schon Ewigkeiten bei VW unterwegs, 1,6er 100 PS, kennen viele auch, ne, den Motor. So, heute soll es aber um das Automatikgetriebe gehen. Wie gesagt, heiß gefahren ist das Ding jetzt wie die Hölle. Jetzt mache ich da erstmal eine Ölwanne sauber, weil ich mir das Öl angucken will und der soll über Nacht austropfen. Das bedeutet, ich mache alles auf und morgen mache ich den Rest. So, wir sehen uns gleich im Untergrund wieder. Ja, willkommen im Untergrund. Wir befinden uns jetzt unter dem Automatikgetriebe. Da ist der Motor. Ne? Das ist die Motorölwanne. Das hier ist das Automatikgetriebe. Das hier ist auch noch der Unterfahrschutz. Ne? Also das hier ist der Unterfahrschutz. Das hier ist die Getriebeölwanne. Der muss hinterher weg, aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir die Ablassschraube aufkriegen. Und wir erinnern uns beim letzten Mal, den Imbus, dessen Größe ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ja, jeden Tag mache ich das auch nicht, also von daher schauen wir mal, wie wir die Ablassschraube aufkriegen. Ja, das ist er. Wenn ich das richtig abgelesen habe, ein 5er. Das wird dann lustig, die Schraube da rauszukriegen mit so wenig Kraftübertragung. Schläge lösen, diese ganze verharzten, den ganzen verharzten Quatsch, der da drunter ist. Ja, das ist macht viel Sinn, bevor wir uns so eine Nuss abbrechen. Den ganzen Quatsch da auseinander zu bauen, ist echt kein Vergnügen. Also von daher, ja, lieber ein paar Prellschläge. Und schon geht sie relativ problemlos auf. Ohne die Prellschläge habt ihr immer das Problem, dass die sich irgendwie gesetzt haben oder weiß der Teufel oder ein bisschen Korrosion dran ist. Prellschläge, unbedingt merken. Oh ja, lecker.
Ja, der Besitzer des Fahrzeugs, der gute Jonas, hatte jetzt schon die Befürchtung, dass ich genauso meckern würde wie bei dem anderen Golf. Von wegen, das Öl riecht nach Katzenpisse. Ja, macht's immer. Das ist Automatikgetriebeöl. Was willst du dagegen machen? Ne? Wer einmal bei so einem Ding in ATF-Öl gebadet hat, der hat automatisch eine Allergie dagegen. Ernsthaft. So, und jetzt kommt noch die Erklärung, warum das bis morgen austropfen soll. Das dauert nämlich ewig und 3 Tage. Dann gleich nehme ich noch die Hülse raus. Wenn das jetzt abgelaufen ist, nehme ich noch die Hülse raus. Die Distanzhülse, die praktisch den Füllstand markiert. Und dann so ganz langsam kommen wir dran, dass wir morgen die Ölwanne abnehmen können. Vielleicht mache ich es auch gleich noch. Je nachdem, wie viel Motivation ich gleich noch finde hier auf dem Boden. Nein, der Wagen ist so an sich, der läuft toll, ne? Also ist halt nur, ja gut, der Jonas, der hat auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch, beziehungsweise blende ihn euch gleich mal oben ein. Survival Sensei Jonas, interessant, ja. Was man so alles wissen muss, wenn man mal in der Natur hängen bleibt oder sowas in der Richtung. Und nicht sagen, man hängt nicht in der Natur fest, es kann immer passieren. Ne? Einmal im Teutoburger Wald verlaufen und ihr wisst jetzt genau, was am Bach ist. Ja. Kann alles passieren. Ne? Sag niemals nie, wie man so schön sagt. So, mal gucken, ob wir da reinkommen. Aua, voll heiß. Warum ist das bloß so heiß? Vielleicht, weil ich es heiß gefahren habe. So, jetzt kommt die Kunststoffhülse als nächstes. Die kriegt man wieder Zusammenbau auch nur so einen Hauch an Newtonmeter. Ne? Ich habe es jetzt gerade nicht vorliegen, aber ich glaube irgendwie 5 oder 10 oder so. Reicht aber vollkommen, wenn man die handfest bis zum Anschlag reinschraubt. Das weiß, das reicht vollkommen. Wie gesagt, das, was da oben rauskommt, ist reiner Kunststoff. Und so, das ist die Distanzhülse. Hier. Das rote Ding. Ne? Das ist der Füllstand in der Ölwanne. Ne? So, jetzt kommt die restliche Suppe raus. Mal gucken, wie es riecht. Tja, Jonas. Katzenpisse. ATF-Öl. Du wirst es einfach nicht ändern. Das stinkt wie Sau. Nein, er interpretierte das mit, als ob ich genervt wäre vom, von dem Öl. Nee, nee. Meckern gehört zum Handwerk, ne? Ihr kennt sie nicht, die Installateure, wenn der Klo verstopft ist. Oh, hau, hau, hau. Oh, nee, oh, nee. Das wird teuer. Ja. Einen durchgehend vor Glück strahlenden Mechaniker unterm Auto nimmt doch keiner einen teuren Schaden ab. Aber sie sehen so glücklich aus, so zufrieden. Ja, ja. Sie gleich nicht mehr. Ja. Nein. Durchgehendes Genörgel ist Pflichtprogramm. Also wie gesagt, er fängt gerade mit YouTube an und finde es ganz interessant. Guckt euch das einfach mal an. Ne? Auch wenn es euch nicht unbedingt interessiert, wie gesagt, so eine kleine Starthilfe kann jeder mal gebrauchen, ne? Wenn man bei YouTube anfängt. Wenn euch das Thema interessiert, gerne abonnieren. Ne? Außerdem ich finde es persönlich ganz interessant, wie so ein Kanal wächst. Ne? Man lernt immer dazu. Da kommt immer ein bisschen mehr Erfahrung rein, da kommt immer ein bisschen mehr Technik rein. Ja, das ist, ich arbeite auch bei jedem Video, probiere ich was anderes aus. Ich bin noch lange nicht am Ziel.
Ich bin noch wirklich noch lange nicht auf dem Standard, dass ich meinen könnte, so von wegen, okay, jetzt kann ich so durchdrehen. Nee, das ist lange noch nicht so. Ja. Das ist die böse Selbstkritik, die man haben muss. Ohne die kommt man noch nicht weiter. So, mal gucken. Da war doch irgendwas hier mit einer Schraube, eine 16er oder sowas in der Richtung. Und zwar, gehen wir ein Stück zurück. So, die hier oben, die hier, da. Die muss raus. Und ich meine, es wäre eine 16er. Mein Gott, finde ich gut. Ne, an dem Automatikgetriebe ist noch nie was passiert. Er hat das Auto irgendwie für 400 gekauft. Und dafür ist es ein echt gutes Auto, muss ich sagen. Ne? Also ...400 kann man nichts sagen. Dafür fährt er richtig gut. Ja, man braucht auch nichts Teureres. Ernsthaft nicht. Ne? Warum auch? Stell dir vor, du kaufst gerade ein Auto von privat für was weiß ich, 10.000 oder sowas in der Richtung. Nächste Kurve simmelt dir einer rein. Totalschaden. Ende im Gelände. Ja, dann ärgerst du dich. Billige Autos. Mir ist es passiert, ich habe einen Mondeo Mark 3 gehabt. Für 200 Euro habe ich den gekauft. Da war das Zwei-Massenschwungrad so ein bisschen am Rappeln. Und da musste eine Bekannte zu einer Mietwagenfirma am Hamburger Bahnhof. Und in Hamburg an der Ampel ist mir einer hinten reingescheppert. Ja. Ja, bin ich ausgestiegen. Der war total verängstigt. Das war Papas Auto, ne? Und die konnte noch nicht lange den Führerschein haben. Habe ich ihm nur gesagt, so von wegen, komm, nimm den Gummihammer, mach dein Kennzeichen wieder gerade, der ist mir auf die Anhängerkupplung gerutscht, ne? Das Auto hat 200 Euro gekostet. Das ist entspannt wahnsinnig. Ja? Natürlich muss man das Auto nicht dann nicht kaputt fahren, ne? Aber, wie gesagt, es ist wesentlich entspannter, wenn das Auto billig war. So, wie man hier jetzt ganz schön erkennen kann, hier oben, eine 16er Schraube. Ich meine damit übrigens die Schlüsselweite, ne? Nicht, weil einer meinte, das wäre verwirrend. Nee, ist es eigentlich nicht. Ich sage 16er Schraube, dann meine ich die Schlüsselweite, ne? Das ist völlig irrelevant, welche Größe die Schraube hat. Beziehungsweise welchen Durchmesser das hat und welche Gewindesteigung das hat und so weiter. Alles in der Richtung. Ich halte das für relativ irrelevant, weil ihr müsst im Werkzeugkasten nicht nach der Schraubendicke suchen, sondern nach dem Werkzeug. Ne? Ja, ich weiß, man kann alles verkomplizieren, muss man aber nicht. Ne? Und ich mache diesen Kanal nicht für Leute, die professionell Schrauben und alle Schrauben auswendig kennen, mit Vornamen. Das ist nicht die Intention dieses Kanals. Dieser Kanal möchte zeigen, dass jeder an seinem Auto schrauben kann. Und wenn ich 16er Schraube sage, meine ich natürlich Schlüsselweite 16, nicht 16 mm Durchmesser. So, da ist doch auch noch irgendwo eine, oder? Irgendwo war noch eine, das weiß ich. Ah, da. Genau. So, zur Seite. So, das ist die Ölwanne vom Getriebe. So, die Verkleidung habe ich übrigens einfach nur zur Seite gelegt. Ne? Da sieht man die eine. Moment, so, da ist die eine und hier ist die andere.
Nur eben für diese Seite zur Seite gelegt, das reicht vollkommen aus. Ja. So, wie gesagt, hier an dem Auto ist noch nie was gemacht worden. Also das Getriebe, ne? Dementsprechend sieht das Öl aus, aber jetzt auch keine Katastrophe. Ne? Also, aber man merkt es beim Schalten doch. Also. Er hält lange fest. Er hält die Gänge wirklich sehr lange fest. Teilweise. Das Interessante ist, man merkt das selber eigentlich nicht als Nutzer. Man wächst da mit hinein. Irgendwann braucht er ein bisschen länger, dann noch ein bisschen länger, dann noch ein bisschen länger. Das merkst du nicht. So, die Lampe umstellen. So, das sieht ein bisschen besser aus. So, mal gucken. Ja. Ja, laut Vorschrift müssen diese Schrauben neu, machen wir nicht. Ja. Jetzt nochmal zum Thema Lifetime-Füllung. Ne? Vergesst es. Ihr kennt meine Meinung, das ist einfach so. Es gibt keine Lifetime-Füllung. BMW sagt, wie gesagt, 180.000 Kilometer, das ist die Lifetime. Ja? Wenn ihr euer Auto nicht länger fahren wollt, bitteschön. Wenn ihr Autos nachhaltig fahren wollt, ran an die Kiste, Ölwechsel machen. Ja? So, da kommt die Ölwanne schön vorsichtig runter. Hängen lassen. Ah, heiß. Ne? Wie man jetzt gerade gesehen hat, aus der Ölablassschraube kommt auch nicht alles raus. Ne? Das haben wir jetzt gerade sehr deutlich gesehen. Restliche Suppe rauslassen. Naja, eigentlich können wir die rauslassen und dann wegstellen. So. Wunderschön. So. Darf ich vorstellen, das Automatikgetriebe. Von Ihnen. Das hier ist nur gesteckt. Ist alles noch schön brüllend heiß. Blöd für mich. Aber solange das alles brüllend heiß ist, ist das alles noch in der Schwebe. Das ist gut. Ah, leck mich am Arsch. Habe ich nicht gesagt. Ich muss mal eben Handschuh holen. Das ist zu heiß. Oder den Lappen. Auch gut. So, jetzt kommt die restliche Suppe. Oktober 2001. Es ist der erste. Nie gewechselt worden. Ja. VW, Audi und hier steht, das, ich zeige das gleich außerhalb. So.
warten hier. Licht anmachen. 2. Oktober 2001. Ja. Der erste. Das erste Öl, der erste Filter. Ja, wie man hier oben sieht, an den Ablagerungen, die Oberseite ist sowieso meistens sauber, ne? Aber hier, das ist eigentlich, ist das Silber, ne? Wurde Zeit, ne? Wurde wirklich Zeit. Jetzt packen wir den Filter mal an die Seite, da ist nämlich noch ein Magnet. So, das hier ist der Magnet. Sieht nicht gut aus, ne? Habt ihr das gesehen? Ne? Wisch mal richtig drüber. Noch Fragen? Der Wagen hat jetzt 200.000 runter, nicht einmal das Öl gewechselt worden. So sieht das aus. Diesmal haben wir wenigstens mal ein Datum dabei. Ne? Deswegen wird er auch überspült. Ne? Das sitzt alles im Magneten drin. Das ist ordentlich. Das ist alles Metallabrieb, der magnetisch ist. Ne? Alle 60.000 Kilometer, das kostet nicht die Welt. Material, lass es 150 Euro Material kosten. Ne? Ihr seht ja jetzt, wie es geht. Die Suppe ist überfällig. Also, wenn ihr ein AG4-Getriebe, egal eigentlich welches Automatikgetriebe, tut euch das nicht an, beziehungsweise dem Getriebe nicht an, dass ihr da länger als 60.000 Kilometer durch die Gegend fahrt. Wenn ihr Anhänger fahrt, 40.000, ne? Schwere Anhänger. Keinen interessiert so ein 750 Kilo Anhänger, auch das Automatikgetriebe nicht. Aber wenn ihr wirklich, so wie wir, ne, schwere Anhänger, Holzanhänger, weiß der Teufel, was ihr mit dem Auto macht, ne? Ihr könnt von mir aus auch einen Puff durch die Gegend ziehen, mir ist das egal. Schwere Anhänger gleich 40.000 Kilometer Maximum. Ja. Sonst so. Ja. Jetzt das meiste schon wieder runter. Oh, hier. Ja. Den kannst du wiederverwenden, ne? Nicht erzählen lassen, dass er immer ein neuer Magnet rein muss, das ist Quatsch. Sehr offensichtlich ist das Ding noch magnetisch. Ja. Ja, wenn man jetzt in der Ölwanne an diesen Schlieren hier sieht, ja, das schwimmt alles durchs Getriebe. Ne? Das, was im Magneten nicht hängen bleibt. Lassen wir das austropfen. Man sieht, da kommt noch einiges. Ja. Dann wird er morgen überspült. Und überspült, gefahren, korrigiert und dann sollte er wieder funktionieren. Ja, ich kann Cliffhanger auch nicht leiden. Das ist immer ein bisschen doof. Aber das Video wird sonst zu lang, deswegen müssen wir jetzt unterbrechen. Dienstag geht's weiter oder halt im nächsten Video, je nachdem wann ich es hochlade. Und ja, habt auf jeden Fall jetzt schon mal gesehen, wie es alles auseinander, komplett auseinander geht. Am besten, wie gesagt, wirklich in der Nacht austropfen lassen. Das lohnt sich. Ne? Hier mehr ist draußen. Und ja, im nächsten Video geht es dann darum, den ganzen Blödsinn wieder zusammenzubauen. Ja, ich wünsche euch, ne, einen sanften Start in die Woche. Lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.